Unser Geschütz war natürlich durch diese Panne unbrauchbar geworden. Unser Unteroffizier meldete gleich dem Flak-Kampftruppführer unser Geschütz ab und bat um Erlaubnis zum Stellungswechsel. Nach Einbruch der Dunkelheit kam auch die Genehmigung zum Stellungswechsel und unser Geschütz wurde hinter Palestrina auf die Straße beordert. Unser Batteriechef überzeugte sich persönlich über den entstandenen Schaden und gab den Befehl, das Geschütz bei der Waffen- und Gerätestelle unserer Division bei Perugia instand setzen zu lassen. Natürlich durfte nicht unsere gesamte Bedienung mitfahren, die kampferprobten und Wetter- und Schlachterprobten Bedienungsleute mussten bei der Batterie bleiben, und vier jüngere Soldaten, darunter auch ich, erhielten den Befehl, mit einem Lastkraftwagen zu unserer Gerätestelle mitzufahren. Führer war unser alter Unteroffizier Rietz, der die Aufsicht erhielt. Gott sei Dank, ich war der Hölle von Palestrina entronnen. Wir fuhren in der Nacht noch zu unserem Natros und empfingen dort unsere Verpflegung. Am anderen Morgen, früh in der Dämmerung, erhielt mir den Befehl, bei Zaragole, einem Bergstädtchen bei Athena, Unterkunft zu suchen und dort bis zum Abend auf unseren Lastkraftwagen zu warten, da die Zugmaschine, die uns wiederum aus dem Gelände geschleppt hatte, bei der Batterie dringend benötigt wurde. Vor Zaragole hatten wir noch ein böses Erlebnis. Etwa 100 Meter unterhalb Zaragole bildete die Straße eine Haarnabelkurve und führte dann weiter in einer großen Serpentine zum Ortseingang. Wir waren noch etwa 200 Meter von der Kurve entfernt, da seine gegnerische Salve auf diese Kurve herniederging. Aber keine Sprenggranaten, sondern Nebelgranaten, wie der Ami sie immer wieder verwendete, wenn er sich auf einen Punkt einschoss. Was tun? Unser Unteroffizier war schon immer ein scharfer Mängel, also durch, ehe der Zaster herniederging, denn wenden konnten wir nicht auf der engen Straße. Wir kamen also an die Kurve, ehe sich etwas weiteres tat, doch o oh weh, die Straße war so schmal und unser Geschütz so lang, dass der Fahrer die Kurve nicht bekam. Also absitzen, hinteres Fahrgestell locker machen, zurücksetzen des Gefährtes und unter gleichzeitigem Steuern durch den Wagen und dem hinteren Fahrgestell mussten wir die Kurve nehmen. Da lagen die gegnerischen Granaten dicht an der Straße, eine weiße Nebelwolke quoll aus ihnen heraus. Vier Stück waren es. Wenn sie mit Sprengstoff gefüllt wären und in dieser Sekunde niedergehen würden, so wären wir allesamt verloren gewesen. Wann kam die erste Salve mit scharfer Munition? Jetzt? Ich hatte ein apathisches Gefühl im Körper, war ohne Saft und Kraft. Ich hatte richtige, Nackte Angst. Jede Sekunde musste die letzte sein. Aber wir hatten Glück. Wir schafften die Kurve, machten das hintere Fahrgestell wieder starr und sprangen im Fahren auf die Geschützräume. Wir erreichten Zaragole ohne Beschuss. Wir hatten wieder einmal Glück gehabt. In Zaragole, selbst das merkwürdigerweise nicht beschossen wurde, warteten wir auf die Dunkelheit und schafften in einer Nacht die Strecke bis hinauf nach Perugia, wo wir im Morgengrauen unsere Waffen- und Gerätestaffel erreichten. Die Brüder waren fix mit der Arbeit und schon bis zum Nachmittag hatten sie ein neues Rohr aufgezogen, unsere Kanonen neu justiert und wieder Gefechtslage gemacht. In der Abenddämmerung begann unsere Reise ins Ungewisse, wir sollten wieder zur Front fahren. Unsere Bedienung saß hinten auf dem LKW. Wir dösten so vor uns hin und wurden plötzlich gegen Mitternacht durch einen harten Stoß aus unserem Dämmerschlaf aufgeschreckt. Was war passiert? Draußen hörten wir Fluch und Schreien. Zwei Leute stritten heftig. Der eine war unser Unteroffizier. Aber ich war zu müde, um mich um deren Streit zu kümmern, schlug meine Decke wieder über meinen Kopf und wollte weiterpennen. Wollte! Denn plötzlich wurde die Zeltplane zurückgerissen und wir wurden das Opfer einer harten Strafpredigt. Was war denn los? Unser Fahrer war durch Gegenverkehr so nahe an den Straßengraben gedrängt worden, dass unser Geschütz abgerutscht und in einen kleinen Graben gefallen war. Was nun? Wir mussten absitzen, Posten schieben und warten, ob vielleicht jemand zu Hilfe kommen würde. Jemand, jeder hatte seine eigenen Sorgen, um uns kümmerte sich keiner. Was nun? Am Morgen des ersten Tages hatte sich der Verkehr von der Straße verzogen und wir lagen allein und verlassen da. Keine Hilfe. In der Nacht kein Verkehr. Der zweite Tag ging vorbei. Keine Hilfe. Wir lagen fest. Dritter Tag das gleiche. Unsere Verpflegung war zu Ende gegangen. Was tun? Ich war schon immer ein guter Organisator, wenn es um das eigene Wohl ging. Ich machte mich auf die Socken, um etwas zu beißen aufzutreiben. Wir kratzten unsere letzte Lira zusammen und es gelang mir, zwei Liter Milch und ein Weißbrot aufzutreiben. Für die Nacht waren wir satt. Aber was würde morgen früh sein? Ja, was wurde morgen früh? Ich hatte schon wieder einmal gedacht, aber mittlerweile bin ich dahinter gekommen. Dass ich das Denken den Pferden überlassen soll. Ich lag noch in Morpheus Arm, vielleicht träumte ich gerade von einem netten Mädchen oder von zu Hause, ich weiß es nicht mehr, als mich ein harter Gegenstand irgendwo trifft. Ich stehe auf und was sehe ich? Unser Unteroffizier war zurückgekommen und hatte das Geschütz Mutterseelen allein ohne Wache vorgefunden und uns überall gesucht, und wir vier braven Krieger lagen dabei und schliefen, während es für jeden Gegner leicht gewesen wäre, unsere Kanone zu sprengen. Was bekamen wir da zu hören? Verstand hatten wir keinen, unsere Gedanken im Boden, Boden nur zum Sitzen zu gebrauchen, nicht zum Denken, also die dümmsten Rindviecher, die unter Gottessonne herumliefen. Ab sofort Doppelposten mit stündlicher Ablösung, dafür verantwortlich Obergefreiter Müller, Geschützstellvertreter. Stellvertreter. Glücklicherweise hatte unser Capo aber Verpflegung mitgebracht. Zwar nur für zwei Tage, aber wir wollten ja spätestens am nächsten Tag fort sein. Am anderen Morgen, unsere Nahrungsnöte hatten sich wahrscheinlich bei den Italienern herumgesprochen, kam zuerst ein Italiener mit Sohn und wollte kaufen. Ja, was wollte er kaufen? Stiefel, Schuhe, Unterwäsche, Uniformteile, Strümpfe? alles was ein Lanze übrig hat. Er wollte kaufen und ich wollte verkaufen. Also ging das Geschäft auf. Das Dumme war nur, wir hatten unsere Klamotten auf unserer Zugmaschine liegen, während wir als Transportmittel ein fremdes Fahrzeug hatten. Ich hatte aber gesehen, dass einige Rucksäcke draufgelegen hatten, vielleicht fand man etwas zum Verkaufen. Wir gingen hin und richtig. Stiefel waren da, Unterwäsche, Uniformteile waren da, das Geschäft ging gut. Ich räumte zwei Rucksäcke ziemlich leer, die Besitzer kannte ich nicht. Also konnten sie auch sehen, wie sie neues Zeug erhielten. Ich war am Ende um 2000 Lire reicher. War der Staat hingegen um eine oder zwei halbe Militärausrüstung ärmer. Juhu, 2000 Lire. Ich war ein reicher Mann geworden. Später kamen noch mehr Italiener um zu kaufen, aber sie konnten uns nur Tauschmittel geben, Brot, Bino, Pane, Wein und Eier. Wir tauschten gerne, wir richtig gehende edle Menschen, denn wir gaben her, was wir hergeben konnten. Aber bald war unser Bekleidungsvorrat erschöpft und wir mussten unseren totalen Ausverkauf erklären. Unser Geschäft, das so herrlich begonnen hatte, war mitten in seiner Blütezeit eingegangen. Wie der Verlust der Militärausrüstung erklärt worden ist, weiß ich nicht. Ich habe nie mehr etwas davon gehört. Wir lebten wie Gott in Frankreich, aßen Weißbrot, tranken Wein und ließen uns in der Sonne bräunen. Mittlerweile war unser Pflichtbewusstsein wieder eingeschlafen. Wir schoben keine Wache mehr, denn es dauerte immerhin vier Tage, ehe unser Unteroffizier sich wieder blicken ließ. Noch immer hatte er kein Zugmittel. Unser Geschütz blieb weiter wie festgenagelt. Ich komme bald wieder und brauste ab mit einem Krattmelder, den er unterwegs aufgetrieben hatte. Keine Verpflegung mitgebracht, unsere Vorräte gingen wieder zu Neige. Nach einem kleinen Kriegsrat brach ich wieder auf, um zu organisieren. Mit aufgepflanzten Karabiner in friedliche Häuser eindringen hieß es. Im ersten Haus erhielt ich gegen Bezahlung zwei Liter Milch. Kein Brot, keine Butter, kein Speck. Im zweiten Haus erhielt ich nichts, im dritten auch nichts. Man wollte hier keine Lire, man wollte Ware dagegen haben. Wir hatten keine Ware. Ich brachte die Milch an unser Geschütz und zog weiter. Kein Glück, nicht zu kaufen. Mir wurde es zu dumm, ich musste energischer auftreten. Im nächsten Haus benahm ich mich wie ein Rodi, erklärte dem Hausbesitzer, ich müsste Essen für mich und meine Kameraden haben störte mich nicht um sein Wimmern und ging in die Stuben und nahm, was zum Essen da war. Arme Leute selber kaum was zu beißen, denn diese Leute besitzen keinen eigenen Grund und Boden, sind nur Pächter und müssen einen Großteil ihrer winzigen Erträge an die Großgrundbesitzer abführen. Arme Leute, hier liegen auch die Keimzellen für den italienischen Kommunismus. Ich raubte mir, was wir brauchen konnten und zog weiter. Im nächsten Haus fand ich die Tür verschlossen. Ich ging um das Haus herum und stieg durch ein Fenster wie ein Dieb ein. Ich wühlte alles durch, fand auf dem Speicher eine Seite Speck und einen Eimer mit Salz. Ich schmeckte tatsächlich, es war Salz. Die begehrteste Kostbarkeit in ganz Italien. Gleich mitnehmen. Auf demselben Weg, wie ich gekommen war, verließ ich beladen wie ein Packesel das Haus und wollte davon gehen. Der Besitzer musste mich aber gesehen haben, denn urplötzlich stand er vor mir und schrie und tobte in mein Gesicht. Ja, er wollte mir sogar an den Kragen. Da gab es nur eins: raus mit dem Karabiner entsichert und einen kleinen Schuss in die Luft gesetzt. Das muss ihn ernüchtert haben, denn wie ein Blitz drehte er ab, verschwand um die Ecke. Ich drehte auch ab und ich muss sagen, mir war die Sache nicht mehr ganz geheuer. In Zukunft gingen wir nur noch mit zwei Mann auf Essenjagd. Das Salz, das ich erbeutet hatte, sollte aber unser Retter werden. In dem Haus, in dem ich schon einmal Milch gekauft hatte, bahnte sich jetzt ein ganz großer geschäftlicher Kuh für mich an. Als ich mit dem ersten halben Pfund Salz ankam, brachte man mir Eier, Brot und Wein. Und ich war ganz gerührt über meinen tollen geschäftlichen Erfolg. Ich erzählte den guten Leuten, wir hätten gestern Post aus Deutschland bekommen und da bekanntlich Salz in Italien knapp wäre, hätte ich mir eine größere Menge davon schicken lassen. Die Italiener baten mich, ihnen doch noch mehr von dem guten Zeug zu überlassen und ich versprach es. Am gleichen Nachmittag wollte ich den Rest verramschen. Aber als ich mit meinem Eimer Salz auf dem Hof erschien, waren die Minen der guten Leute zu Eis erstarrt. Ich begriff nicht, die Sonne brannte doch mit 55 Grad Wärme auf uns hernieder und die guten Leute waren so kühl zu mir. Ich pries meine Ware an, bat und beschwor sie, sich dieses gute Geschäft nicht entgehen zu lassen, vergeblich. Entweder war ihr Essen heute Vormittag versalzen gewesen oder der Salzraub war mittlerweile unter das Volk gekommen. Jedenfalls ließen sie mich mit den besten Wünschen für meine Zukunft weiterziehen. Da stand ich nun, als deutscher Soldat, wie ein Hausierer, mit einem Eimer Salz über die Lande ziehend und nirgendwo hatte ich mit meinem charmanten Wesen erfolgt. Ganz traurig über mein festgefahrenes Geschäft, kehrte ich zum Geschütz zurück und schlug in meiner Verzweiflung ein paar Eier in die Bratpfanne, um mich zu stärken. Gut hatten die Italiener mein Salz verschmäht, sie sollten sie es doch auch nicht kostenlos haben, und deshalb tat ich eine tüchtige Prise mir selber in die Eier. Guten Hunger, wohl bekomm's und tüchtig hineingebissen ins Brot mit Eierkuchen, ja wohl bekommst. Pest und Schwefel über diese verflixten Italiener, hatte der Kerl doch einen Eimer Kali auf dem Speicher stehen gehabt, und ich Esel hatte den für Salz angesehen. Erst jetzt konnte ich die Not meiner Geschäftsfreunde verstehen. Wahrscheinlich kein Mittagessen im Bauch, weil es nicht zu essen war, ein Geschmack wie Feuer und Jauch auf der Zunge, und kam ich Trottel auch noch mit einem Eimer meiner hochbegehrten Ware, ich muss sagen, das kann auch die beste Freundschaft trüben. Nachdem unsere Vorräte wieder aufgebraucht waren, wieder Requirierung, wieder Essenklau. Diesmal suchte ich mir eine andere Seite für meinen Streifzug aus. Da bekam ich auch ein kleines Häuschen, ganz versteckt in einem Olivenhain. Man musste mich beim Näherkommen gesehen haben, denn plötzlich stürzte eine junge Frau aus dem Haus. Erklärte mir hundertmal, sie hatte so furchtbare Angst, ich konnte ihren Wortschwall nicht recht verstehen und drückte mir Sage und Schreibe zehn Eier in die Hand. Ich muss sagen, mir wurde warm ums Herz, denn so eine rassige Frau hatte ich lange nicht mehr gesehen. Ja, sie hatte Angst, aber wovor? Entweder war sie eine moderne Venus oder Magdalena gewesen, ihre Form, ihre Kleidung nach. Hätte sie es sein können oder sie war eine, die verhüten wollte, dass ich ihr Haus betrat, vielleicht eine Partisanin? Ich weiß es nicht. Mir kam die Sache nicht ganz geheuer vor. Ein kleines Messerchen rücklinks zwischen die Schulterblätter kann eine unangenehme Sache sein. Ich wollte weder mit Magdalena noch mit einer Partisanin etwas zu tun haben und zog meine Nase nach in eine andere Richtung. Ob ich es auch recht gemacht habe? Ich glaube schon. Am nächsten Tag, ich glaube es war der Zwölfte. nun schon seit unserem Unfall, bekamen wir zum ersten Mal Besuch von Jagdbomben. Sie ließen uns aber in Ruhe und suchten sich ein Städtchen etwa drei Kilometer entfernt von uns aus. Am Nachmittag desselben Tages sahen wir einen riesigen Rauchpilz vor uns in die Höhe schießen und eine halbe Minute später hörten wir eine heftige Explosion. Donnerwetter! Da hatte man vor uns ja einen tollen Brocken erwischt. Entweder war es ein Munitionszug, der da in die Luft flog, oder ein Munitionslager war gesprengt worden. Später hörten wir, dass Almelia heute Abend geräumt wurde, das Verpflegungslager geplündert worden war und gleichzeitig mit dem Munitionslager in die Luft gesprengt worden war. Almelia, zehn Kilometer von uns entfernt, wurde geräumt. Es war Zeit, dass wir hier fortkamen denn die Front hatte bei Rom nicht gehalten werden können und war in der Zwischenzeit unaufhaltsam auf uns zugerückt. Am anderen Morgen werden die ganze Nachtposten aufgestellt, konnten wir schon deutlich die Artillerie auf beiden Seiten schießen hören. Freunde, avanti avanti, es wurde Zeit, wir mussten zurück. Was tun? Wir überlegten schon, was zu machen sei. Das Geschütz sprengen und dann zu Fuß weiter? aber wir konnten keinen Entschluss fassen. Wir hatten Verantwortung für ein Geschütz, das 75.000 Reichsmark gekostet hatte. Wir waren in einer schwierigen Lage. Wir sprengten nicht und warteten den nächsten Tag ab. An diesem Morgen konnten wir schon die Infanteriewaffen deutlich knattern hören. Die Front konnte nicht mehr allzu weit sein, höchstens noch drei oder vier Kilometer. Die Jagdbomber schwirrten unaufhörlich über uns herum. Die feindliche Artillerie beschoss unsere Gegend und unser Bergstädtchen wurde ganz hübsch dabei eingedeckt. Heute musste die Entscheidung fallen. Wenn wir bis zum nächsten Morgengrauen keine Hilfe erhalten hatten, würden wir das Geschütz sprengen und die Entscheidung fiel. Nachmittags kam noch schnell ein Italiener zu uns herüber und wollte die Bereifung unserer Kanone, acht schwere Gummireifen, kaufen. Gut, wir mussten doch sprengen, also verkaufte ich. Also machte ich einen Kaufvertrag, zwei Flaschen Rotwein, vier Weißbrote und einen schweren Kanten Speck für diese acht Reifen. Ich gab es dem guten Kerl auch schriftlich, damit kein anderer Italiener ihm seine Ware wegschnappen konnte. Wir hatten kaum gespeist, als unser Unterwitz hier mit seinem Kratt kam und uns sagte: Alles vorbereiten zum Stellungswechsel, wir bekommen heute Abend eine Zugmaschine der Artillerie unseres Regimentes. Gegen 20 Uhr kam dann auch tatsächlich eine 8-Tonnen-Zugmaschine und wollte uns abschleppen. Ja, wie sollten wir denn unsere Kanonen mit diesem kleinen Maschinchen aus dem Graben ziehen? Das Geschütz saß wie angenagelt. Hin und her überlegt, es blieb keine andere Wahl als das Geschütz einmal um die eigene Achse abzurollen, aber würden die Fahrgestelle, die Holme, die Reifen, das ganze Geschütz, würde es eine solche Belastung aushalten? Immerhin wog dieses Mordinstrument 9,2 Tonnen, schon ein hübsches Gewicht. Unser Kapo wagte es. Ließ die Zugmaschine von der Flanke hervorfahren und mit einem Spillseil zogen wir den Brocken hoch und um seine eigene Achse. Mir war etwas mulmig dabei, aber das Manöver klappte zwar fiel die Kanone um eine Vierteldrehung zu weit, aber sie war aus dem Graben heraus. Zugmaschine dazu, auf die andere Seite die Kanone, wieder zurückziehen, und diesmal fiel sie richtig, wieder auf ihre Füße, also auf das Fahrgestell. Zugmaschine wieder herum, vor das Geschütz gespannt, und ab ging die Post. Hurra, die Räder liefen wieder. Wir waren marschbereit. Natürlich war unsere Kanone nicht wieder einsatzfähig, denn durch die schweren Erschütterungen war doch einiges verbogen. Außerdem musste es wieder neu justiert werden. Wir setzten uns also von der Front ab und versuchten in einen Ort etwa zehn Kilometer hinter der Front zunächst einmal für die Nacht unterzukommen. Wir fanden auch eine Unterkunft und diesmal bewies ich die richtige Nase, denn just führte mich mein Weg in ein verlassenes Verpflegungslager, das noch nicht geplündert worden war. Zwar gab es dort keinen Wein, Schokolade und Zigaretten, auch keinen Schinken mit Ei oder Büchsenfleisch, aber auch mit Zwieback und eingemachten sauren Gurken ließen sich Geschäfte machen. Unser Carpo ließ zunächst einmal sechs Kisten Zwieback und 20 Eimer Gurken auf die Seite stellen und fuhr los, um ein Zugmittel für unsere Kanone aufzutreiben. Unser Batterietross musste irgendwo in der Nähe liegen, also musste er auch dort ein Fahrzeug erhalten. Wir Firmen Restbedienung spielten wieder Kaufleute. Alle durchgehenden Lanzer hielten wir an und boten ihnen Zwieback und Gurken an. Nur aufladen. Morgen oder übermorgen war der Armee hier. Also raus, was raus ging. Auch die italienische Bevölkerung hatte die Sache mitgekriegt und überhäufte uns mit Tauschangeboten. Gefragt war Zwieback, Gurken weniger. Also Tauschgeschäft, Zwieback gegen Eier, Wein und Speck. Zwieback oder Brot hatten wir selber. Es war ein gutes Geschäft, nur unsere Gurken machten uns Sorgen, denn die wollte keiner tauschen. Nun ja, wenn man sie nicht tauschen wollte, so mussten wir sie verschenken, also Gurken unter das Volk und sie da, meine Parole zündete. Jetzt wurden Gurken stärker gefragt, ja die netten kleinen grünen Essighörnchen brachten uns eine Popularität wie Prinz Karneval in Köln ein, wir wurden umschwärmt wie junge Götter oder ganz große Volkshelden. Aber einmal musste auch der größte Vorrat erschöpft sein. Nach etwa vier oder fünf Stunden angestrengter Krämertätigkeit, es war beinahe schon Mitternacht geworden und wir mussten schon lange bei Kerzenschein arbeiten, war unser Lager geräumt. Die Italiener sahen ihr fruchtloses Begehren um weitere milde Gaben ein und wir konnten uns in Morpheus Armen wiegen. Noch ehe meine Wache beginnen sollte, kam schon unser Capo zurück. Wir verluden unsere Essensvorräte, koppelten unsere Geschütz an und fuhren los zur Waffenbergstadt. Am schweden Vormittag kamen wir dort an und siehe da, die ganzen Trosseinheiten unserer Abteilung lagen zusammen. Alles hatte sich verteilt in einem kleinen Örtchen am Oberlauf des Tiber. Nachdem wir uns bei unserem Spieß gemeldet hatten und wir unsere Erlebnisse dem Spieß erzählt hatten, fuhren wir bei Waffen und Gerät unsere Abteilungswerkstatt ein. Unser Geschütz wurde abgeprotzt und wir zelteten bei einer kleinen Mühle. Herrlich. Herrlich, denn die Mühle wurde mit Wasserkraft getrieben, und der gute Müller hatte sich einen kleinen Stauweier angelegt, um die Wasserkraft auch recht auszunutzen. Gleich nach Verrichtung der dringendsten Arbeiten. Kleider aus und hinein ins Wasser. Herrlich. Nach Wochen noch einmal sich waschen können sich richtig pudelwohl fühlen. Wir wurden in der Waffen- und Gerätewerkstatt verpflegt, hatten also zu unserer Sonderverpflegung auch noch die normale Militärkost. Gott in Frankreich konnte es nicht besser haben. Wir fanden Anschluss an die Müller-Familie. Es waren ganz reizende Leute. Hier verlebten wir einige wunderschöne ruhige Tage. Doch schon nach zwei Tagen zogen die Trosseinheiten weiter. Die Front kam näher. Unser Geschütz war wieder einsatzklar gemacht worden, und wir warteten nur noch auf unsere Zugmaschine, die uns wieder zur Front bringen sollte. Am dritten Tag noch immer keine Zugmaschine, und wir hörten wieder deutlich den Kanonendonner. Vierter Tag noch immer keine Zugmaschine, Infanteriefeuer war jetzt schon zu hören, unsere Quartiersleute zogen an diesem Tag aus und verkochen sich irgendwo in den Bergen, wo sie sich wohl einen kleinen Unterstand gebaut hatten. Unser Unteroffizier, ich nenne ihn nur noch Capo, machte sich wieder auf die Reise, ein Zugmittel zu holen, denn auch ihm wurde die Sache zu spannend. Wir schliefen wiederum hervorragend ohne Wache und verpennten den Sonnenaufgang und alles weitere, bis, ja, bis ein Stahlhelm in unseren Zelteingang erschien und uns anbrüllte, ob wir wahnsinnig wären, ein feuerbereites Geschütz 300 Meter vor der HKL, also vor unserer eigenen Infanterie, stehen zu lassen. Da fiel doch die Welt ein. Wir Brüder pennen, jede Sekunde konnte der army hier auftauchen und wir schliefen den Schlaf der Gerechten. Raus aus dem Ding, Stahlhelm auf, Karabiner in die Faust, Geschützwache stehen. Geschützwache, unsere Kanone war verloren. 300 vor der eigenen HKL, vielleicht noch 50 Meter vom army entfernt, ein Geschütz stehen zu haben, da gab es keine Hoffnung mehr. Plötzlich ein kleiner Bomberverband am Himmel, etwa 30 Bomber vom Typ Boston direkt auf uns zusteuernd. Mein lieber Freund, das konnte ein dicker Hund werden. Etwa 300 Meter vor uns in der Anflugrichtung der Amis lag eine Brücke. Wahrscheinlich, jawohl, es war das Ziel der Amis. Wenn die Brüder schlecht warfen, dann konnte uns etwas Nettes bevorstehen. Und da ging der Zauber auch schon los. Zuerst ein leises Rauschen, dann ein anschwellendes Pfeifen, der erste, der zweite, der dritte Einschlag und dann, als wenn hundert Wahnsinnige mit beiden Fäusten auf eine riesige Trommel schlagen, ein massierter Bombenteppich auf die Brücke. Es kommt blitzschnell auf dich zugerollt, droht dich zu verschlingen, du kannst nicht mehr denken, nur eine wahnsinnige Angst haben. Wehrlos dem Geschick ausgeliefert zu sein, und doch der Teppich rollt aus und erreicht dich nicht. Du bist am Leben erhalten worden. Eine riesige Schwefel- und Qualmwolke weht langsam über uns hin. Der Himmel wird dunkel, und wieder rollt und brüllt und donnert es, und wieder stehen wir diese schreckliche Angst aus. Aber der Kelch geht vorüber. Diesmal drehen die Brüder endgültig ab. Und als Rauch und Qualm sich verzogen haben, steht die Brücke noch immer da, wo sie gestanden hatte. Dreißig Bomber haben mit ihrer tödlichen Last den armen italienischen Bauern kostenlos die Felder umgepflügt und uns ein herrliches Neujahrsfeuerwerk in der Mitte des Jahres vorgezaubert. Kaum haben wir uns von dem Schrecken erholt, taucht ein Gesicht mit einem Stahlhelm auf, ich werfe mich in den nächsten Busch und brülle: Halt, wer da? Der andere macht das Gleiche und hält den Karabiner auf mich gerichtet. Wenn einer die Nerven verliert, so fallen zwei Schüsse zur gleichen Zeit und auf diese kurze Entfernung müssen wir beide treffen. Aber der andere steht zögernd auf und kommt auf mich zu. Ich erkenne, es ist ein deutscher Infanterist, völlig erschöpft, mit den Nerven fertig, ein stolzer Kämpfer, von dem der Wehrmachtsbericht sagt, Unsere stolze und tapfere Infanterie hat in heldenhaften Kämpfen den Gegner zurückgeschlagen und dem Feind schwerste Verluste zugefügt. Ich lache mich heute noch tot, wenn ich daran denke, unsere heldenhaften Kämpfer. Hast du schon einmal einen heldenhaften Kämpfer, der dem Tod in allerletzte Sekunde von der Schaufel gesprungen ist, in die Augen geschaut? Leid und Not, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und Angst kannst du in seinem Gesicht lesen. Der arme Teufel war von seinem Kompanieführer als Melder zur Kompanie oder zum Bataillonsgefechtsstand geschickt worden. Der gute Kerl hatte einen falschen Ort als Bestimmungsort erhalten und war anstatt zum Gefechtsstand direkt in den vom Ami am Morgen besetzten Ort geschickt worden. Unterwegs war er auf einen Amipanzer panzer gestoßen und von dem mit seiner Kanone von MGs und von Infanterie beschossen worden. Armer Teufel. Unter normalen Umständen müsste er schon 100 Mal tot sein, aber er hatte noch in allerletzter Sekunde dem Tod ein Schnippchen geschlagen und war zurückgekommen. Ich gab ihm ein paar Schlücke aus der Weinflasche, was ihn sichtlich belebte, eine Zigarette und erzählte mir er schnell seine Wahrnehmungen. Da standen höchstens 300 Meter vor uns sieben oder acht feindliche Panzer, die lustig in die Gegend ballerten. In unserem Rücken hörten wir das langsame Mähen der amerikanischen MGs und dazwischen das nervenzerreißende Rattern der Nazisäge unserem MG-42. Mit seinem Rat, sich abzusetzen, war ich mehr als einverstanden, aber da war unser Geschütz. Wir konnten es dem Ami nicht in die Hände fallen lassen, wir mussten es sprengen. Sprengen. 75.000 Reichsmark in die Luft sprengen, ohne höheren Befehl. Das ging nicht.